Hey Pete, ich arbeite an einer College-Bewerbung und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker, bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ, ist doch klar. Ich versuche, einer anderen großartigen Frau nachzueifern, meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Starb durch Martin Lees Bombe. Im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... warum fängst du keinen neuen Entwurf an? Und damit, Leute, ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Let's Play. Wir spielen das Spiel Marvel Spider-Man 2. Beim Intro hatte ich nur ein Grinsen im Gesicht gehabt. Das war unglaublich. Das konntet ihr, glaube ich, gar nicht sehen. Ich werde es nicht einblenden, aber ich habe gegrinst bis zum geht nicht mehr. Mein Game of the Year. Ich kann es kaum fassen. Ich bin, boah, das ist surreal. Einfach jetzt hier im Menü zu stehen. Mit dem lieben Harry vor dem Symbionten. Oh, ey, ich habe gerade Gänsehaut. Ich habe gerade Gänsehaut pur. Das ist unglaublich, ne? Ja, wir haben die letzten beiden Spiele durchgespielt, Miles Morales und Spider-Man 1, auch grandiose Games, die Reviews für Spider-Man 2 sagen grandiose Dinge, also ich lege meine Hand ins Feuer, dass das Spiel grandios sein wird, Weltklasse. Und ja, ich will ganz noch rumschnacken, Leute, wir gehen jetzt rein in das Spiel, ich bin gespannt, ich habe mir nichts reingezogen, ich kenne ein kleines bisschen vom Anfang, aber nur ein kleines bisschen, ansonsten mir nichts reingezogen, wirklich gar nichts. Es war schwer, aber ich habe nichts reingezogen. Okay, Leute, bleiben wir sachlich, wir sehen ja Harry Osborn. Vom Symbionten, er sieht auch mehrmals die Fotos von seiner Mutter, von Peter und so. Ich denke mal, das ist so eine Art Vergangenheit oder sogar danach. Ich denke mal, Vergangenheit, wo vielleicht der Connors, ich denke mal, das ist Connors, er hat ja, glaube ich, nur einen Arm jetzt hier, wie wir gerade hier sehen, wo sie ihm sagen so, yo, Harry, du musst jetzt reingehen in diesem Tank. Harry, ich würde auch gar nicht reingehen wollen. Okay, Leute, wir gehen jetzt rein in das Spiel. Wenn ihr melden wollt, ihr wisst Bescheid, gerne supporten, gerne liken, kommentieren. Boah, Alter, boah, Alter, ich muss ein bisschen ruhig bleiben hier, es ist krass, ey. Wir gehen rein. Hab ich schon davor gesagt, ne? Ich bin gespannt. Ich rede so viel. Wir gehen rein, Leute. Vor 2 Jahren. Das ist sogar Kurt Connors. Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt.
Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. Warte, war das jetzt ein Traum oder war das... Ist jetzt Norman... Digga, das Spiel fängt dich mal an, schon gibst mir mein Fuck. Was zum Teufel? Heute. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Digga. Bin da! Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer! Oh. Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort Oberflächenspannung. Ich muss mal! Okay. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Hm? Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einfällt. Kann jemand... Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales, richtig? Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauche diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, werde ich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Ich bin nur am Grinsen, ja, Leute. Ich glaube, ich merke selbst nicht mehr. Ich bin nur am Grinsen, ey. Marco, warum heute? Ich bin sowas von befeuert. Boah, was ein geiler Anfang. Einfach Sandman am Anfang des Spiels. Ich wusste, dass er vorkommt. Durch die Trailer und sonstiges, ja. Und da geht's los, Leute, mit Spider-Man 2. Ach du Kacke, bin ich gehypt drauf. Du hast mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut, ich hab noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Das Schwinggefühl ist viel flüssiger, viel, viel schneller, ganz anders zu steuern, habe ich das Gefühl. Hey Jungs, ihr solltet schnell nach Downtown. Wir schwingen gerade durch Brooklyn. Hat dich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den habe ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrie. Wütend und paranoid, wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann, hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Pass auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neuen Tüfteleien nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast sie doch dabei, oder? Kein Kommentar. Also, ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einfach am Anfang der Sandman. Und ich habe mich schon auch gefragt, wird er vorkommen im zweiten Teil? Ich habe jetzt nicht gedacht, dass er am Anfang vorkommen wird. Ich hätte auch nie gedacht, dass er wirklich vorkommen wird, generell im Spiel.
Aber der kommt einfach vor und ist hier am Anfang des Spiels und gefühlt New York wieder fast zerstört. Überall Sand. Ja. Oh, scheiße. Ausweichen. Alles okay? Ja. Ich glaube, wir haben ihn. Ja, kann man auch, glaube ich, schwer übersehen, Pizza. Hier ist einfach Lehrer geworden, an Mainz Schule sogar. Das ist auch schon richtig lustig und es geht instant los. Alter Falter, ist das... Was zum Teufel? Ist das krass. Bevor er sich verletzt. Oder andere. Junge, Sandman, Junge, hör mal auf. Also du schwingst generell. Ich weiß nicht, wie es ist. Es fühlt sich ganz anders an. Es fühlt sich viel, viel flüssiger an, wie gesagt. Oh, scheiße, ausweichen. Ja, ich mach das, was das Spiel sagt. Gott, sieht das gut aus. Aber warum auf einmal? Warum macht er so? Er meint ja, Peter seit Jahren nicht gesehen. Wie wär's mit Yoga? Dann macht er auf einmal sowas hier, ey. Aber Sandman ist schon stark, ne, ey? Das war die Idee? Hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Musikunterricht, peinliche Gespräche im Lehrerzimmer. Oh mein Gott, Junge, ist das gut? Ist das gut? Leute, oh scheiße. Spider-Man, eine Lieferung für dich. Heiß und fettig, bin da. Auch wie Miles Morales, die Mission mit Peter, mit Miles. Und das ist schon wieder viel, viel krasser als Miles Morales Anfang und auch Spider-Man 1 Anfang. Oh. Mini-Markus, Mini-Sandmaner. So, jetzt ist das die Frage, wie ist das Kämpfen so? Kein Einzelfall. Sandman hat noch ein paar Freunde ausgekotzt. Was du? Das kann er? Offensichtlich. Ich brauche dich. Tut mir leid. Wer ist da? Direktorin Evans. Natürlich, Direktorin. Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Oh, shit. Los. Etwas im Auto vergessen. Was war das? Hast du auch ein Auto-Piece? Ich bin nur... Yo. Spider-Sperrfeuer. Das sind also die neuen Arme von Peter. Yo, let's go. Greifen wir an, verteidigen, um Fähigkeiten wie Spider-Sperrfeuer aufzuladen. Bei voller Aufladung können sie erneut eingesetzt werden. Ah, okay. Das sind die neuen Arme von Peter. Ja. Ich bin gerade auf dem Weg. Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst... Wenn sie wüsste, ne? Sonst gefeuert, ne? Hör mal auf zu kotzen, Alter. Du hast Mundgeruch, Marco. So, Sperrfeuer? Das ist also... Ah, das war Autosforschung. Wie läuft's bei dir? Miles? Anruf von Direktorin Evans. Oh Mann. Lieg ich von der Schule? Hey, du schwänzt doch nur. Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen. Ja, aber du bist Spider-Man. Du bist Spider-Man, Pizza. Weißt du, aber das kann ich auch nicht sagen. Das ist eigentlich voll krass, ey. Oh mein Gott, dieser Anfang. 10 von 10, Leute. What? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur baff. Diesen Namen hasse. Ich weiß, du bist sauer auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe. Ich will dir helfen. Aber zuerst wird es wehtun. Wasser. Schwachstelle von Sand, ist ja klar. Schwachstelle von Sandman. Ist das geisteskrank. Die Stimme von Sandman ist schon geil. Wie? Er hasst Wasser. Seine Schulter ist schon nass. Die Elektrizität mag er dann sicherlich auch nicht so. Du hast es geschnallt. Let's go, die Einser. Was geht hier ab? Hab jetzt mit Miles am Start. Sehr gut, Miles. Triff Sandman mit deinem Netzschlag. Oder, Blitzschlag, glaube ich, stand da. Aber wir brauchen mehr Wasser. Bleib hier, Sandman. Ich schieß mit Netzen und lad mich auch. Jetzt lass ich erstmal das Wasser laufen. Alter, ey, das ist, füge Sandman Schaden zu. Oh, yo. Letzte schießen, oder wie?
Jetzt kommt hier. Okay. Achso. Let's go, Miles. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ich schwinge einfach umher, schlage einfach ein bisschen. Ach du Kacke. Und mach das, was das Spiel mir sagt. Aber der Marco sagt ja selber, es hat nichts mit dir zu tun. Aber mit wem dann? Ich meine, Sandman, warum will New York zerstören? Ja, und dann meinst du die MJ auch? Ich glaube, MJ hat eine neue Stimme, kann das sein? Das ist mir davor so aufgefallen, zwar habe ich nicht angesprochen. Ich glaube, MJ hat eine neue Stimme. Und Norman glaube ich sogar auch, bin mir nicht ganz sicher. So, friss mein Netz hier. Und jetzt komme ich hier. So, bam, Junge. Gib ihm Malz. Sehr gut, Malz. Hat hier jemand Wasser bestellt? Oh. Sehr gut. Ey, wenn das der Anfang ist, Alter. Das könnte der Endboss gefühlt sein im anderen Spiel. Einfach anderer Stadtteil geworfen, Junge. Alter, ey, Junge, was soll ich sagen? Insomnia Games, Mann! Alter, das sind Götter. Insomnia Games sind echt Götter. Alter, Junge. Genki? Bist du da? Alter, wie krass! Ich weiß! Pass auf! Wir brauchen viel Wasser bei der Wall Street! Ich checke das Netz. Pass auf, Alter. Die Feuerwehr, wo ist die Feuerwehr? Von New York. Moment, was? Er weiß es? Genki weiß alles. Oh. Außerdem waren wir vorhin echt auffällig. Die Begabtenschule war echt die falsche Wahl. Ach, das haben die. Achso, das wusste Peter gar nicht. Genki das weiß, oder wie? Also, dass Peter Parker Spider-Man ist. Jetzt weiß er es jetzt. Okay, krass. Hoffe, die interagieren zusammen. Genki und Spider-Man. Oder generell auch, ja. Wäre ganz cool hier. So. Friss aber das hier. Bäm, Junge. Du hast Mundgeruch, Sandman. Hör mal auf jetzt hier. Ah, wir müssen gleich wieder einspinnen, ne? Sein Arm ist auch schon ab, sieht man. So, einspinnen. Ja, das bisschen Netz nervt den Sandman schon krass, ne? So, Sandman. Noch ein kleines bisschen haben wir es, Leute. Zeit für den Wetterbericht, Spider-Man. 100% Regenrisiko. Genau. Auch deren Sprüche. Ey, Leute, was soll ich noch kommentieren dazu? Das seht ihr doch alle selbst. Leute, der Wassertank auf dem Madison Building sollte funktionieren. Wir reden hier von 40.000 Litern. Okay, danke, Genki. Hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Boah, die Stimme von Sandman im Deutschen ist grandios. Wirklich grandios. Sandman, Bruder, wir können doch ein bisschen Sandbürge bauen oder so. Ich weiß nicht, ey. Mach doch nicht so, Sandman, Alter. Schnell, 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 normales Leben, wie alle. Dann für ein normales Leben. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Warum? Wenn im Schlag, jetzt go hier. Wir haben ja noch frisch trainiert aus dem Miles Morales Spiel. Will er Geld oder was? Oder? Bin draußen gelandet. Kletter weiter, wir treffen uns auf dem Dach. Der Wassertank ist die einzige Chance. Auch die Schlageffekte, das spielt man jetzt hier im fünften, sag ich schon, PS5-Spiel, im zweiten Teil. Richtig krass, jeden Schlag von Miles, von Peter. Man spielt alles, die Netzschießer, die Venom-Schläge, ja, das ist geistesgestört. Jetzt lassen wir die Sandknechte erledigen, die Sandman-Knechte. So, Venom-Schlag hier. Bam, Junge! Hast du noch diese Venom-Sprünge und Venom-Spenderschlag, Miles, aus dem alten Spiel oder erstmal noch nicht? Ich glaube erstmal noch nicht, ne? So. Mit dummen Sandman-Knechte. Also, ich weiß nicht, was ich kommentieren soll. Also, ich kann nur sagen, krass es aussieht. Es ist einfach grandios, der Anfang. Pure Action, pure Spider-Man-Action. Absolut geil. Oh. Hat wohl zu tun. Ja, drin bleiben wird es jetzt ein bisschen schwieriger sein. Au! Ah, das ist gewollt. Ich dachte, ich sterbe gleich hier. Fokusbalken. Man kann dann eben sein eigenes Leben auffüllen. Das ist, glaube ich, auch schon klar. Heilen, Stock aus unten. Ich weiß, wie das Spiel geht. Ich bin der geborene Spider-Man. Ja. Auch das Krabbeln, Alter. Das ist doch möglich! Jetzt ist es zu spät.
Warum? Warum ist es denn zu spät, Sandman? Oh Mann! Bau dein Leben auf oder so. Du musst entweder Sandform annehmen oder, keine Ahnung, kannst du irgendwie in die Kunst eingehen, Sandbürge bauen, Porträts oder sonstiges. Das kannst du doch safe. So, Finisher. Können wir auch aus den beiden Spielen hier hinhaken. Let's go. Warum baut Marco nicht einfach Sandburg? Aber ich sehe jetzt gerade, die Fokusleiste ist nicht mehr so wie in den alten Teilen, wo man Fähigkeiten nutzen kann, sondern die Fähigkeiten haben einen Cooldown. Nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Weckt Genki dich in der Schule? Ja, aber ich habe noch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden, aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Überall Sand, Junge. Überall Sand, Alter, Heilige. New York braucht uns. So, Wasser, sehr gut. Kommt her, kommt her, ihr Süßen. Kommt her, ihr Süßen. Genau so. Wir spawnen jetzt immer neu, wenn wir die mit Wasser wegmachen. Weiß ich gar nicht. Junge, wie viele sind denn hier am Start? Aber Sandman ist schon stark, ne? Er als Gegner. Also der kann als riesige Sandform agieren. Aber auch diese Sandknechte auslösen. Also Sandman, ja. Kann schon echt hier Schaden anrichten, wenn man hier sehen kann. Gefühlt hat New York ist wieder am Arsch, ey. Wie will man hier noch weiterleben, als in diesem Stadtviertel? So, bam, bam, bam. Mir ist das nicht egal, das wurde in die Fresse geschlagen, Alter. Mit einer riesigen Drecksfaust, Junge. Mit einer Sandfaust. So, die können sogar schießen. Damit könnte ich auf jedes College. Oder Spider-Man könnte. Okay, das kann warten, Miles. Pass auf. Ja, ich glaube, dein College-Aufsatz ist gerade die kleinste Sorge. Aber, guck mal, die Sache ist sie. Pro-Kontra-Liste, wie Genki sagen würde. Wenn man sagen würde, dass man Spider-Man ist. Kontraliste, die Schurken würden wissen, wer du bist und den sie angreifen müssen. Also deine Liebsten, deine Familie, deine Freundin, deine Freunde. Aber dafür kannst du auch bestimmt Geld verdienen. Ne? Ich weiß nicht, ey. Aber im privaten Leben, glaube ich, hast du dann gar nichts mehr. Dann bist du, glaube ich, eher sogar ein Star. Er kann das Wasser fressen. Genau. Wir es geschafft? Ich glaube ja. Doch nicht. Kann auch so ein Sandtornado erzeugen, also es ist geistesgestört. Her mit den neuen Spielzeugen! Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen! Die Netzflügel, die neue Addition zum Spiel. Jetzt bin ich gespannt, wie das so ist, das Fliegen, das Gleiten. Sie fliegen! Das war's noch nicht! Marco ist am Strand von Pier 4! Boah, ich grinse wieder, ne, Leute? Grinse ich gerade? Ich weiß, ob ich gerade grinse. Ist der wohl gerade? Ich brauche nicht Alter, die Optik. Oh, yo. Ja, ich sehe ihn. Ah, ich muss echt gedrückt halten. Danke, ich habe schon gedrückt gehalten. Miles! Was ist das für ein Anfang in Somnia Games? Womit haben wir es verdient? Worauf hab ich mich eingelassen? Ja, womit habe ich es hier verdient? Das hier zu sehen, das ist Peak. Beruhige dich, Marco! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Du sorgst dich um sie, aber nicht um mich. Ja, Junge, du hast den Nork in Sand gesetzt, du Idiot. Das Sandman ignoriert sie nicht. Will er protestieren oder was? Oder was hat er hier gerade vor, Junge? Und er kann Blitze erzeugen, Alter. Ich schon OP, der Sandman. Miles! Genau der. Irgendeine Idee? Ja. Die Klasse ist wieder vereint. Nutzt einen vollen Fokusbalken, um entweder eine Heilung oder einen verheerenden Finisher auszuführen. Ah, das ist doch nur Finisher, aber ich glaube, diese Fähigkeiten sind dann halt, haben halt einen Cooldown. Ich würde aber sagen, erstmal heilen lieber, ne? Wir haben gerade nicht so viel Leben hier.
Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Fulgurit! Genau wie bei den Minis! 1+! Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn! Ich soll der Blitz krachen! Hältst du das aus? Finden wir es raus! Oh, die Sperrfeuer, also das ist sozusagen Peters Venom-Schlag. Finde ich gut, dass sie es hinzugefügt haben, so Spinnenarme für Spider-Man, für Peter Parker vor allen Dingen. Weil man muss ja sagen, Miles hat auch so diese Venom-Kräfte, Venom-Schlag, Venom-Sprung oder was auch immer. Und dann wäre auch Peters Gameplay in Anführungszeichen ein bisschen langweiliger. Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein. Das sind sehr viele Enden. Und deswegen finde ich es gut, dass sie hier auch so für Peter mal so Arme zugefügt haben, wo er auch so L1-4-Fähigkeiten hat. Ja, so, friss das hier. Boah, die Finisher, sehr cool, ey. Ich bin gespannt, wie viele Doppelfinisher es gibt mit, warte. Wir müssen kreativ sein, meint der Peter. Einfach runterziehen hier. So, friss das hier. Alles einfach wegmachen mit Wasser. Sehr gut. So, bam. Sehr gut. So, können wir auch hier vielleicht zu Miles wechseln im Kampf oder kommt es erst vielleicht später? Ich glaube, vielleicht später erstmal noch, ne? So, Sperrfeuer wieder. So, bam. Friss das hier. Let's go. Und Finisher. Hier, let's go. Weg mit euch, ihr Sandknechte. Ihr werdet, glaube ich, ein bisschen viele und es gefällt mir gar nicht. Ja, deswegen verzieht euch mal. So, bam. So, Fokusbalken erstmal aufheilen. Aufbewahren, meine ich. Alter, Netzflügel, let's go! Oh! Was mache ich? Ich muss jetzt mal reinkommen mit den Netzflügeln, Leute. Das ist eine ganz andere Addition zum Spiel. Aber es fühlt sich sehr, sehr geil an, die Netzflügel. Blitz getroffen, das hält's bei dir aus, ja? Gott. Alles gut? Alles gut? Yo, was machen die? Game of the Year. Ach du Heilige. Ich habe gerade ein bisschen, war das Iron Man 2 oder 3 Flashbacks? Dort, wo die beiden Iron Man-Männer gekämpft haben und dann Tony Stark da auch diese Sand Laser geschossen hat. Überall. Ich glaube, der andere hat ihn aufgeladen, hat Tony Stark dann aus dem Aufladen dann sein Laser geschossen. Alter, was für ein Anfang. What? Und das erfindet Marco. Der Sandman in Person. Marco, alles wird gut. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen. Wenn sie euch holen kommen. Okay. Uns holen? Meint er vielleicht Kraven? Ich denke mal Kraven, oder? Oder Venom? Ich denke mal mein Kraven. Vor 6 Monaten. Jetzt bin ich gespannt auf die Kraven-Stimme. Die deutsche Stimme habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Die kam, glaube ich, in keinem Trailer vor. Wenn ja, dann kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Die Szene kennen wir schon. Aus dem Showcase von PlayStation. So ein geiler, eine geile Einführung für den Schurken. Das Alter macht dich langsam, Sergei. Das wirst du nicht erleben. Beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemerkt. Erbärmlich. Ihr habt mich klar ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So. Wie wäre ein neues Jagdgebiet?
einfach das Feuer. Die große Jagd beginnt. Ich glaube, hat man meinem Gesicht gerade gesehen, ne? So lala, finde ich. Und das ist Marvel Spider-Man 2. Oh, Alter. Alter, das ist krass. Craven krass an sich, aber die deutsche Stimme ist, würde ich mal sagen, noch gewöhnungsbedürftig. Aber so ein grandioser Anfang. Also MJ hat eine neue Stimme, Norman glaube ich auch. Und die Craven-Stimme, glaube ich, ist nur eine Frage von der Gewöhnung. Aber da war die englische bis jetzt, was ich gehört habe, um Welten besser. Aber ist nur meine Meinung. Die App spinnt. Und auch die App. Pete, siehst du das? Von Miles Morales. Eine Sekunde, Mike. Geschafft. Du bist sicher. Ja, hier auch. Hey, Genki? Ich weiß. Die ganze Telekommunikation liegt lahm. Was passiert mit eingehenden Meldungen? Die kommen in die Warteschlange, aber... Warte. Ich probier mal was. Mach schnell. Und auch er hat die App. Direkt vor dem App-Ausfall gab's einen Hilferuf an der Ecke Liberty und Broadway. Okay, Leute, dann würde ich sagen, nächste Folge, wenn wir dann die Menschen aus diesem Viertel retten, alles ist einfach unter Sand. Ich glaube, ich muss nicht mehr nochmal was zum Anfang sagen. Alter, ich hab nur gegrinst, glaube ich, ne, in den ersten Parts. Okay, Leute, sachlich bleiben. Nächste Folge dann die New Yorker hier retten im Stadtviertel. Gerne supporten, wenn ihr melden wollt. Liken. Was für ein geiler Anfang. Und ich bin gespannt, warum Sandman Angst vor Craven hat. Warum hier alles so abgeht, warum Sandman es gemacht hat. Ja, warum ist es geistgestört. Okay, dann, Leute, bis zum nächsten Mal, gesund und ciao.